Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Fimmeltank. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, Papier. Ja, es ist Mittwoch, euch ist eigentlich klar, was heute Sache ist. Wir arbeiten heute wieder mit Anne Stempeln. Und ja, ich habe da wieder ein paar Fotos mitgebracht quasi und natürlich den September-Stempel. Wir benutzen heute den Waldlehrpfad. Und wie ihr seht, ist das hier auch schon abgestempelt. Das kommt hier gleich drauf. Das sind die Fotos, die wir verwenden. Wie immer werde ich euch die nicht in der Form zeigen, ohne sie vorher unkenntlich gemacht zu haben. Das heißt, ihr müsst ein klein wenig Geduld haben. Ganz am Ende des Videos könnt ihr sehen, was daraus geworden ist. Dann sind die Personen darauf unkenntlich gemacht. Und ich habe hier schon ein bisschen was ausgestanzt, aus verschiedenen Sets von Action tatsächlich. Das Papier ist ebenfalls von Action. Noch habe ich hier noch liegen, und zwar aus diesem Block Vintage Botanical Gardens. Die anderen Papiere sind auch aus Actionblöcken. Dann dieses hier haben wir auch schon mal für eine Karte verwendet. Kommt hier gleich so drunter. Ist, jetzt muss ich eben gucken, wo das Set ist. Hier ist alles schon einigermaßen zur Seite geräumt aus diesem Set. Ebenso von Action. Dann, oh, das hier, da muss ich gleich einmal gucken, wo das her war. Das kommt hier gleich so aufs Foto. Ist aus, da ist es. Aus diesem Set, auch von Action. Dann das hier, das packen wir hier gleich so drunter. So, das ist aus diesem Set von Action. Dann haben wir noch das kleine Blättchen, was hier unten an das Bild dran kommen wird. Das ist aus, ich muss suchen gehen, diesem Set von Action. Dann haben wir noch die Herzchen. Ich glaube, die waren ebenfalls aus diesem. Ja, die waren ebenfalls aus diesem Set von Action. Genau. Herzchen, die hier dann runterhängen. Eins, nee, da ist es noch. Die wir hier am Ast runterhängen lassen. Nein, nicht runterfallen. Ich brauche dich noch. Genau. Ja, so soll es gleich aussehen. Wir versuchen, bis auf die Fotos werden wir jetzt alles schon fertig machen. Wir müssen den Rand aber gleich nochmal eben stanzen. Und, beziehungsweise lochen. Und dann fangen wir mal ganz entspannt an. Wieder für das Fotoalbum der kleinen Lotti. Das ist die Rückseite, die ist natürlich, ja, ne? Ich finde, das geht trotzdem. Aber hätte ich glücklicher machen können, sagen wir mal so. Habe ich nicht. Wird am Ende auch niemanden interessieren. So, da haben wir das schon mal ausgestanzt. Ich muss davon gleich noch eine zweite Seite anfertigen, weil das Foto einmal bekommen ja zwei Personen. Von daher, so, jetzt müssen wir das nochmal so ein bisschen anordnen, dass das so passt. Ja, das ist ja am Ende egal. So. So, du kommst dahin, dich brauchen wir gleich erst. Dich kann ich aber schon mal. Ich höre meinen Hamster, der hat Futter gekriegt. Dann schlawinert er da rum. Da anbringen. Dich hätte ich dann aber gerne ein Stück weiter darüber, damit das auch ganz cool aussieht. Okay. So, dann nehmen wir dich da mal weg. Weg, weg, weg. Machen wir eben hier so, dann weiß ich nämlich wie. Und dann bekleben wir das mal. Fizzelkram, ne? Ihr wisst ja, wie ich. Ja, und ich schmeiß den Kleber direkt durch die Gegend. Wie ich zu Fizzelkram stehe. Warum kommst du doch heute raus? Ach, habe ich einen neuen genommen gerade? Sieht ein bisschen neuer aus. Wo ist denn mein anderer? Hm, nichts Genaues weiß. Was ist der doch, oder bin ich doof? War eine rhetorische Frage. War eine rhetorische Frage. Ja, mein Freund hat gerade abgewaschen und jetzt traut er sich wieder nicht hier reinzukommen, glaube ich. Weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Möchte nicht stören in den Videos, ne? Aber ist das heute schon spät? Wie ihr seht, kommt das Video später online. Ich hatte alles noch vorbereitet, aber ich habe es einfach nicht geschafft, das fertig zu machen, weil ich musste heute Abend nochmal zur Arbeit. Ich arbeite mittwochs ja nur bis mittags, aber ich musste ein bisschen länger arbeiten. Und dann hatte ich auch noch heute Abend eine Fortbildung.
mit Pizza essen, also war ganz entspannt. Aber ja, es ist gleich 21 Uhr. Nee, ist gerade 20, also es ist 20.20 Uhr. Und ich habe es halt nicht mehr geschafft, das Video vorher noch fertig zu machen. Ich habe alles vorher ausgestanzt, alles vorbereitet, aber leider nicht mehr geschafft hochzuladen. Deswegen kommt es mit einer kleinen Verspätung. Das tut mir schon mal sehr, sehr leid. Es ist aber aktuell nicht anders möglich mit der Arbeit. Wenn an den Wochenenden eben auch noch viel los ist, dann kann ich nicht richtig vorproduzieren und dann, ja, muss man halt mal. Müsst ihr leider aktuell damit leben, dass die Videos auch mal eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf oder auch mal einen Tag später kommen. Hauptsache sie kommen, denke ich mir immer. Das ist das Wichtigste. Hauptsache sie kommen. So, du kommst da gleich so hin und du so da drüber. Dann kommt der Waldleerpfad. Den würde ich, glaube ich, gerne erhöht anbringen. Aber nicht ganz erhöht. Das Actionband für nehmen, wo ist die Schere? Die habe ich doch hier vorhin auch liegen gehabt. Ach ja. Da. Vorsorglich wieder weggepackt. Und was ist der Kleber, glaube ich? Ein Bornband. Ja, dann steht der neue. Weiß ja auch nicht. Ich weiß ja nicht. So. Wie passt du denn da drauf? Du passt da vollständig drauf. Das ist ja schon mal fein, ne? So. Dann. Passt. So, das reicht eigentlich auch. Ja, das reicht für ein Fotoalbum auf jeden Fall. Und da drunter hätte ich gerne die. Jetzt muss ich eben gucken, wie. Wie möchte ich euch da drunter haben? Will ich einen so haben? Nee, so finde ich nicht so cool. Will ich einen so haben? Einen so? Ja, ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Das heißt, wir malen hier mal eben dich so an und dich so an. So. Wie war denn euer Tag so? Hattet ihr einen anstrengenden Tag? Hattet ihr einen entspannten Tag? Wie war es für euch? Mein Tag war eigentlich ganz okay. Ein bisschen eng geplant, aber alles im Endeffekt machbar. Arbeit ist halt nicht immer unanstrengend. Arbeit ist eigentlich immer ein bisschen anstrengend. Ja. Manchmal braucht man Wochenende, aber dieses Wochenende wird eben auch nicht wirklich entspannt. Weil wir fahren nach Hause. Eigentlich sollte das ja schön sein. Ist es auch. Aber wir gehen halt auch noch ins Stadion. Und dann fahren wir innerhalb von 2 Tagen hin und her. Und dann ist das immer doch recht anstrengend. Und schön, aber anstrengend. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Schön, aber anstrengend. So. Dann kommst du da oben drüber. Genau, ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. So, du jetzt. Ja, dann würden jetzt die Herzen kommen. Da weiß ich nicht so richtig, wie ich die dahin machen soll, in welcher Reihenfolge. Ob eigentlich müssen es, glaube ich, 5 sein, weil 4 sieht, glaube ich, nicht ganz so cool aus. Will ich noch ein 5. haben? Nee. Ich glaube, das reicht mir so. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Ja, ich finde, alle Stempel sind wirklich prädestiniert für so
Fotoalbenseiten wirklich klasse. Und da man sowas zu Weihnachten einfach auch wirklich fantastisch verschenken kann, passt das natürlich super. Ich kann damit auch wundervolle Karten machen, also mit jedem einzelnen Stempel gefühlt. Aber ja, manchmal mag man halt doch auch mal andere Sachen basteln. Und der letzte. Das letzte Herz, nicht der letzte, ne? Ist schon schwierig. So. Die lassen wir dann noch runterbaumeln. Das heißt, ich brauche einen Stifti-Stift. Einen Schwatten hätte ich gerne. Oder will ich grau haben? Ich glaube, grau ist cooler. Wir gucken mal eben. Habe ich irgendwas, wo ich drauf malen kann? Tankquittung. Ja, wir nehmen den grauen. Gucken, ob das gut geht. Will ich doch schwarz? Will ich die doch? Eigentlich mag ich das Gedeckte gerade ganz gerne. Nee, wir lassen das so. Ich habe das alles ein bisschen gedeckter gewählt, dann passt das. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz Päuschen machen, weil, ja, jetzt muss ich eben die Bilder kleben. Und da kann ich euch halt nicht mitnehmen. Von daher, bis gleich. So, Freunde, wie ihr seht, ist es fertig. Ich habe einen Kritikpunkt. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das mit den Grauen gefällt. Vielleicht mache ich das bei der anderen Seite dann schwarz und dann muss ich mal gucken, ob mir das besser gefällt. Und das Blatt hier unten, das landet, glaube ich, da. Ja, alles andere gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Seite wunderschön. Und ja, habe dann wieder eine für Weihnachten geschafft. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder was mit Anne Stempeln mache. Mal gucken, ob es dann noch der September-Stempel ist oder ob dann schon der Oktober-Stempel bei mir eingezogen ist. Ich befürchte aber, beziehungsweise, ist ja auch nicht schlimm, es wird nochmal der September-Stempel. Und hier sind ja auch noch ganz tolle Dinge dabei, die man so machen kann. Vor allem so unterwegs vor der Haustür, da habe ich auch noch ein, zwei wirklich süße Bilder. Ja, und dann schauen wir mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch vielleicht mal einen kleinen Like da. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Wenn die Videos euch öfter gefallen, dann wäre ich euch ja noch viel dankbarer, wenn ihr mir auch noch ein Abo da lasst. Dann wächst mein klitzekleiner, winziger Kanal und mir macht das Ganze so unfassbar viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt genauso Spaß dabei. Ja, schreibt doch mal, was euch hieran gefallen hat und was nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes kommendes Wochenende und überhaupt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Thumbeltack. Bye, bye.